So, ihr Lieben, der Mann mit der wirren Frisur ist wieder da. Das ist wahrscheinlich nicht das beste Outfit, über das Thema zu sprechen, über das ich da gerade sprechen will. Nämlich politische Gleichheit. Und es gibt da manchmal diese Hintergrundvorstellung, die ist nicht immer offen ausgesprochen, aber manchmal wird sie auch offen ausgesprochen, dass also politische Gleichheit irgendeine Form von menschlicher Gleichartigkeit, also private Gleichheit erfordern würde. Sondern das ist ein grober Irrtum. Also das ist deswegen auch so wichtig, weil eigentlich politische Gleichheit das Grundprinzip der Demokratie ist. Also politische Gleichheit und Demokratie sind im Grunde Synonyme. Aber man muss halt dazu verstehen, dass politische Gleichheit nicht private Gleichheit ist. Das ist eine Unterscheidung, die leider nicht so viel Prominenz hat derzeit noch. Die ist aber sehr, sehr wichtig, damit man nicht in ganz ungute Staatsformen hineingerät und ganz ungute Verfassungsreformen macht und ganz ungute politische Vorstellungen hat. Also offensiv kann man sagen, politische Gleichheit hat nicht menschliche Gleichheit als ihre Voraussetzung, sondern Verschiedenheit, menschliche Verschiedenheit. In einer Gesellschaft, in der die Menschen sehr, 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 sehr ähnlich sind, braucht es mit großer Wahrscheinlichkeit keine politische Gleichheit, das heißt keine Demokratie. Dort würden dann so komische autoritäre, guter König-Modelle von Politik, die halt eher für Affen-Kleingruppen typisch sind, wahrscheinlich tatsächlich funktionieren. Davon gehe ich zumindest aus, wenn es sehr, sehr, sehr heterogen würde. Aber diese Heterogenität ist halt sehr schnell vorbei bei uns Menschen, weil wir uns einfach so unterschiedlich entwickeln können, weil es wahrscheinlich auch tatsächlich biologische Unterschiede gibt zwischen uns. Die sind zwar aufs Gesamtgenom gerechnet wirklich minimal, aber sie sind halt da. Und neben der kulturellen Evolution, also im Grunde beide, biologische Evolution und kulturelle Evolution zusammen, sorgen halt dafür, dass also der menschlichen Verschiedenheit keine Grenzen gesetzt sind, wäre jetzt falsch, aber es ist halt schon erstaunlich, wie verschieden wir Menschen werden können. Und diese Verschiedenheit provoziert eigentlich erst die Notwendigkeit von politischer Gleichheit. Also nochmal als Formel, also politische Gleichheit verlangt nicht menschliche Gleichheit als Voraussetzung, sondern gleichen Einfluss aller, eben der Verschiedenen, auf die Gesetzgebung, staatliche Maßnahmen und ihre Kontrolle oder eben auch Kontrolle der Einhaltung der dann gemeinsam beschlossenen Gesetzgebung. Also dass alle, obwohl sie sehr verschieden sind, den gleichen politischen Einfluss haben. Und die Gegenidee, könnte man sagen, ist die Aristokratie. Dort werden aus menschlichen Unterschieden, aus menschlicher Verschiedenheit, wird politische Verschiedenheit abgeleitet. Da heißt es dann, also wie es im Griff ja schon vorkommt, Aristos, ja, also Herrschaft der Besten, so wird das dann deklariert, weil dann bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Merkmale oder bestimmte Verhaltensweisen von Menschen als besser, da ist eine Wertung drin, als andere. Und das würde die Leute irgendwie qualifizieren, auch politisch tonangebend zu sein, eben mehr als andere oder deutlich mehr als andere. Und das ist also die Idee der Aristokratie. Deswegen sind Demokratie und Aristokratie traditionell die Gegenbegriffe gegeneinander. Wenn man vor allem, das sieht man nochmal deutlicher, wenn man in die Antike halt schaut, wie die Demokratie entstanden ist, wie sie sich also innerhalb der Aristokratie herausgebildet hat und aus welchen Gründen. Das ist überaus spannend, dieser Prozess. Jeden, der den politische Gleichheit, also Demokratie interessiert, sollte sich das nach meinem Dafürhalten mal tiefergehend anschauen, was da passiert ist, weil es wirklich erstaunlich ist, was da passiert ist und auch unseren Vorstellungen widerspricht. Wir würden das nicht erwarten, was dort aber faktisch stattgefunden hat. Sonst würden wir gar nicht über Demokratie reden, wenn es das nicht passiert wäre. Also man kann dann, wenn man aber das hier soweit ist und dann versteht, dass eben politische Gleichheit nicht auf menschlicher Gleichheit aufsetzt, sondern auf menschlicher Verschiedenheit, aus dieser menschlichen Verschiedenheit eben aber dann keine Aristokratie ableitet, sondern geradezu die Notwendigkeit einer Demokratie, also eben politischer Gleichheit, und dass eben alle gleichen Einfluss auf den Staat und seine Mittel bekommen, und zwar eben exakt gleichen Einfluss, dass dort keine politischen Unterschiede mehr existieren, also keine Wertigkeitsunterschiede. Nach wie vor sind wir verschieden, völlig verschieden, aber wir sind eben politisch gleichgewichtig, gleichwertig. Und wenn das mal klar ist, dann kann man die Frage stellen, warum ist denn das aber überhaupt politische Gleichheit als Institution, warum ist Demokratie denn überhaupt sinnvoll? Und darauf kann man eben auch mit Blick auf die alten Griechen und ihre, Erfindung der Demokratie, kann man ein
eine gute Antwort geben, die tatsächlich trägt und die, ich würde sagen, ja eher nur realpolitisch ist als idealistisch. Ja, also ich glaube, das ist eine ganz nüchterne Kiste, eine ganz nüchterne Analyse. Und das ist so ein bisschen auch ein nüchternes hobbesianisches Argument, nur es führt dieses Argument uns halt nicht in den hobbesianischen autoritären Staat, wo wir sagen, Hauptsache einer herrscht und dann ist Ruhe. Ja, so ist das in Affenkleingruppen tatsächlich. Also irgendeiner muss halt der Silberrücken oder vielleicht auch die Alpha oder so sein. Aber irgendeiner muss halt den Hut aufhaben, damit Ruhe ist in diesem im Karton, also die Tyrannis. Das ist nicht die Lösung, wie wir gemerkt haben über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Führt das gleiche Problem, das Hobbes aber aufwirft. Also die Demokratie, die politische Gleichheit ist allein aus dem einen Grund sinnvoll, weil wir nur so die ständigen unproduktiven Kämpfe um Macht zwischen uns zum Erliegen bringen. Und das haben eben die alten Griechen herausgefunden, weil sie unglaubliche Streithansel waren. Also sie liebten den Wettbewerb, die Auseinandersetzung und sie liebten sie in einem Übermaß, dass sie Probleme bekommen haben, kurz gesagt. Und ja, also man kann natürlich in diese Kämpfe investieren, aber wenn man merkt, da wird ja unglaublich viel Energie, Kraft, Zeit, Geld verpulvert, die wir auch in Produktiveres stecken können, das ist das zentrale Argument in Hobbes' Leviathan, das haben leider auch nicht so viele gesehen, dass das eigentliche Argument von Hobbes ein ökonomisches ist, also dass er diesen Staat, den er da erfindet im Leviathan, vor allem im 13. Kapitel, damit begründet, dass wir dann die Produktivkräfte nicht mehr in Kriegsvorkehrungen stecken müssen. Also es wäre zum Beispiel, sag ich mal, im Kalten Krieg, den ich noch mitbekommen habe, weil ich schon ein älteres Semester bin, wäre es wahrscheinlich für beide Seiten dieses Kalten Krieges doch produktiver gewesen, wenn sie nicht ihre Waffenarsenale derart hätten aufstecken müssen, weil wenn man die gleiche Energie in andere Projekte gesteckt hätte, hätten wir alle mehr davon gehabt. Also auch wer diese Kämpfe gewinnen zu können glaubt, also vielleicht, wer vielleicht auch so eine Auseinandersetzung gewonnen hat, lebt dennoch in beständiger Furcht. Ja? Also Hobbes ist der Philosoph der Angst, der kennzeichnet das ganz häufig, wenn man Hobbes' Biografie nochmal liest, da muss man nur auf den Wikipedia-Eintrag von Thomas Hobbes gehen, wie dem sein Leben so verlaufen ist, dann wundert einen gar nichts mehr, würde ich sagen. Das ist also aus der Biografie von Hobbes voll nachvollziehbar, warum ein Mensch eine solche Philosophie entwickelt. Also, auch wer hocharistokratisch oder vielleicht sogar tyrannisch glaubt, diese Kämpfe gewinnen zu können, lebt einen Großteil seines Lebens in Furcht und muss einen Großteil seiner persönlichen Ressourcen in unproduktive Abwehr anderer Menschen stecken. Also, während er in einem System politischer Gleichheit, also in einer Demokratie, frei ist von der Notwendigkeit, Bunker zu bauen, Zäune und Schussanlagen zu errichten und riesige Armeen, stehende Heere zu unterhalten und auch noch gegen die Bunker der anderen Bunker brechende Geschosse zu entwickeln und zu horten. Ja. Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, den Krieg erzeugt. Ja, eine unglaubliche Verschwendung von Produktivkraft und von menschlicher Findigkeit und Energie, die, wenn sie sich auf andere Dinge richten würde, ganz andere Dinge hervorbringen würde. So. Und da kann man mir jetzt bitte auch nicht kommen mit, die Militärentwicklung hat aber immer zu innovativen irgendwas geführt, weil hättest du halt direkt an dem Zeug geforscht, wärst du viel weiter gekommen, Zipbümpen. Ja, also die Weltraumfahrt und der Krieg, da würden ja immer so produktive, ja, steck mal die gleichen Ressourcen in andere Entwicklungen und du wirst ganz andere Dinge erleben. Ja, es geht ja immer um den relevanten Vergleich. Ja. In so einer friedlichen Gesellschaft haben wir halt noch gar nicht gelebt, weil wir Gott verdammt nochmal noch gar keine Demokratie und politische Gleichheit in der Neuzeit entwickelt haben. Das tragen wir vielleicht in schönen Worten vor uns her, aber realisiert, institutionell haben wir das nicht. Auch das sieht man deutlicher, wenn man eben die alten Griechen anguckt und sich anschaut, wie die das gemacht haben. Mit der politischen Gleichheit. So, also die Ansicht, dass das Leben ein beständiger Kampf und ein beständiger Angst vor Statusverlust sei und das sei auch noch was Schönes und Schützenswertes, also sage ich mal, Artenschutz für die Institution der Aristokratie, das ist ja, weiß ich nicht, also wie man auf die Idee kommen kann, Aristokratie institutionellen Artenschutz zu geben und Institutionen zu schaffen, die auf politischer Ungleichheit aufsetzen und politische Ungleichheit auf Dauer stellen. Also während sich die Aristokratie selber sowas nennt wie eine Herrschaft der Besten, also das ist ja der Titel, den sie selber gibt, können wir also heute erkennen, dass es sich oft eher um sowas handelt wie eine Herrschaft der Dreistesten, der Kampfeslustigsten,
der unempathischsten, der skrupellosesten und der verhärtetsten zwischen uns. Also wenn man die Aristokratie tatsächlich kauft, hat man nicht da die Besten am Ruder, man hat also Leute von diesen, mit diesen Eigenschaften am Ruder. Das sieht man, weil das sind halt die Leute, die sich in solchen Kämpfen durchsetzen. Und auch die, die sich da durchsetzen, leben in Angst. Sie leben vor allem in der Angst vor ihrer eigenen Weichheit, also vor dem Angst vor dem Erschlaffen, kann man das auch nennen, die Angst vor dem eigenen Mitgefühl und jenen Momenten, in denen sie fühlen, dass sie eigentlich jetzt das Mitgefühl anderer Menschen bräuchten. Ja, das ist den Aristokraten gar nicht recht. Die versuchen das ja alles über Herrschaft dann zu lösen. Und Weichheit gibt es nicht. Es gibt also die steife aristokratische Form und dieses erstarrte Image, ja, dass man dann permanent, weil man ist ja permanent angegriffen, ja, und da muss der Panzer immer sitzen. Ja, den darfst du nie ablegen als Aristokrat, ja, weil du bist ja ständig im Krieg. Die Demokratie dagegen, also die Form, die politische Gleichheit der verschiedenen Menschen institutionalisiert, erkennt mehr als alle anderen politischen Systeme an, dass wir eben sehr verschieden sind und kann das also in einem noch viel höheren Ausmaß tun als die Aristokratie, weil die Aristokratie muss das immer ein Stück weit verdrängen, weil würde sich realisieren, wie unterschiedlich wir sind, würde ihr selbst Angst und Bange werden. Dass die Leute, Aristokraten, die eben Demokratie erfunden haben, denen ist genau das passiert. Also bis auf einen Punkt sind wir alle sehr, sehr verschieden und das ist der Punkt, dass keiner von uns ein gutes Leben führen kann in einer aristokratischen Gesellschaft, in dem der dann nämlich dann keiner von uns mit Verständnis, Empathie und Kooperationsbereitschaft seiner Mitmenschen rechnen kann. Also der Mensch kann nicht in einem ständigen Krieg gut leben, das ist technisch nicht machbar. Das ist aber der Versuch der Aristokratie. Die Aristokratie inszeniert einen permanenten Kampf und versucht dann halt, die meisten aus diesem Kampf rauszuhalten. Also aristokratische Kämpfe sind immer Kämpfe zwischen wenigen. Das drücken Aristokraten durch den Begriff, du bist nicht satisfaktionsfähig aus. Das bedeutet, würden alle in den aristokratischen Kampf einsteigen. Also würden zum Beispiel bei so, nehmen wir mal so was ganz Komisches, so mittelalterliche Turnierkämpfe, so allerdings, wie wir das kennen, mit dem Pferd reite ich mit der Lanze. Wenn das halt nicht nur eine wenigen privilegierten Hanseln machen, sondern alle, also wenn alle bei dem Wettbewerb mitmischen, dann haben die Aristokraten ein Problem, weil dann die Chance, sich da im Sattel zu halten, nur sehr gering ist. Und deswegen war immer schon, nicht erst seit der heutigen Zeit, diese Wettbewerbsfetischisierung der Aristokraten immer so ein halber Fake. Also die sagen, das ist so ein Doublebind, die sagen, Aristokraten sagen, ja, Wettbewerb ist geil, aber es darf halt nicht jeder mitmachen. Weil wenn jeder mitmachen würde, wird nämlich die aristokratische Form zerstört, weil dann Aristokraten an den Punkt kommen, dass sie realisieren, dass sie das gar nicht durchhalten können, dass sie halt so toll von Natur halt doch nicht sind, um im Wettbewerb aller gegen alle wirklich zu bestehen. Also der Bellum Omnium contra Omnis, der Krieg aller gegen alle, ist sozusagen das Wettbewerbsprinzip der Aristokraten ad absurdum geführt. Aristokratische Wettbewerber leben immer davon, dass sie eigentlich Oligopole sind, ja, also dass sie nie der freie Markt sind. Die Aristokraten reden zwar von freien Märkten, meinen damit aber eigentlich performativ, dass nicht alle mitmachen dürfen, weil dann hätten sie ein Problem. Deswegen sehen wir auch bei großen Firmen immer diese Ausschlüsse, dass sie dann versuchen, Wettbewerber auszuradieren, bevor sie zu mächtig und zu groß werden. Also tendenziell wird natürlich immer eine Tyrannis, ein Monopol angestrebt. Aber zur Not kann man eben auch mit einem Oligopol reden. Da sind dann 2, 3, 4 Player im Markt, ne? Also der größte Fürst und dann der fast so große Fürst und dann 2 kleinere Fürstentümer oder so. So funktioniert aristokratischer Wettbewerb in der Realität und das, was da immer erzählt wird, sollte man nicht kaufen, das ist nur Oberfläche, das ist nur schöner Schein. Das ist die schöne Geschichte, die die Aristokratie über sich selber erzählt, aber es ist nicht die Realität der Aristokratie. Also auch der stärkste Mensch geht in einer Gesellschaft, die sich politische Ungleichheit zum Systemprinzip gemacht hat, der geht ein. Ja, also der Aristokrat, der tatsächlich das Prinzip der Aristokratie dann auf alle anwendet, geht vor die Hunde. Man landet dann in einer aristokratischen Anomie, also nicht mehr in geregeltem Wettbewerb, sondern in eben im Krieg aller gegen alle. Und das ist der wahre Grund, warum am Ende dann immer wieder die Demokratie neu erfunden wird, wo dann auch Aristokraten einsehen, oder vor allem Aristokraten einsehen, dass es politische Gleichheit eine verdammt gute Idee ist. Und politische Gleichheit bedeutet eben nicht, dass wir alle gleich werden müssen. Wie gesagt, politische Gleichheit setzt auf menschliche Verschiedenheit. Ich würde sogar sagen, Demokratie braucht diese menschliche Verschiedenheit,
weil halt, wenn du sie richtig machst, also wenn du das demokratische Losverfahren anwendest, dann kommen ja eben nur durch dieses demokratische Losverfahren diese unglaublich verschiedenen Perspektiven ins Politische, also in den politischen Raum. Die werden dahin eingeladen sozusagen durch das Losverfahren, durch die Zufallsauswahl. Wenn du eine relativ homogene Masse hast, dann kannst du wirklich diesen komischen Führer da vorne hinstellen und der sagt dann, was los ist, weil dann ist es nicht so komplex. Ja, also dann gibt es um zwei, drei Dinge und das kannst du dann auch im Diktatormodus lösen. Aber Gott sei Dank leben wir nicht in einer solchen Welt. Wir leben in einer Welt, die unglaubliche menschliche Verschiedenheit zulässt und diese Welt braucht politische Gleichheit, also Demokratie. Wir brauchen Demokratie, weil wir verschiedene sind. Wir brauchen politische Gleichheit, weil wir verschiedene sind, nicht weil wir ähnlich sind. Und dem werde ich wahrscheinlich noch ein eigenes Video widmen. Wir brauchen halt diese Zufallsauswahl als Prinzip der Demokratie deswegen, unter anderem weil halt Zufall, ne, schafft Gleichheit zwischen uns, weil sie dem natürlichen Zufall entgegenwirkt. Also dem Zufall, welches Genom ihr zufällig habt, den Zufall, an welche Stelle auf dem Planeten ihr zufällig auf die Erde gepurzelt seid, also den Zufall des Geburtsorts und den Zufall, in welche konkrete Familie oder Familienverhältnisse ihr geboren seid. Das sind ja alles Zufälle, das habt ihr euch alle nicht verdient, sondern das ist euch zugestoßen per Zufall. Und diese Zufälle schaffen aber große Machtunterschiede zwischen uns. Also es geht schon los, wie viel Kohle haben meine Eltern, wie viel Eigentum besitzen die, in welches Milieu gehören die und je nachdem hast du halt von Geburt an mehr Einfluss oder weniger, ich würde ja sagen im Privaten. Und um diesem privaten Zufall entgegenzuwirken, gibt es nur ein Mittel, nämlich den politischen Zufall, das demokratische Losverfahren. Also es ist sozusagen ein Zufallsausgleichszufall und der ist notwendig, wann immer eine Gesellschaft hochdifferenziert, hochkomplex wird auf der Grundlage der Ausbildung und immer Weiterentwicklung menschlicher Verschiedenheit, der Differenz. Ja? Und eine Rehomogenisierung der Gesellschaft, der modernen Gesellschaft, die wird immer mal wieder angedacht und manchmal wird sie sogar ernsthaft in Angriff genommen, führt zuverlässig in politische Katastrophen. Kann man versuchen, aber man wird immer wieder das Gleiche herausfinden, dass wenn man das versucht, homogene Gesellschaften zu bilden, in Menschengruppen ab einer bestimmten Größe, also nicht kleine Sekten, A 10, 15, 20, 25 Leuten, sondern aber dann wird man sehen, dass man mit der Tyrannis, mit der Diktatur nicht sehr weit kommt. Dass man mit dem Führerprinzip, mit dem guter oder schlechter Königmodell der Gesellschaft nicht sehr weit kommt, weil Menschen einfach dafür längst zu unterschiedlich sind. Das hat also einfach was mit Gruppengröße zu tun und mit einer menschlichen Ausdifferenzierung, die ab einer gewissen Gruppengröße unweigerlich losgeht. Das ist sozusagen unstoppable. Das ist Teil der menschlichen Natur. Das können wir uns nicht aussuchen. Also wir können es toll finden, wir können es scheiße finden. Ist unabhängig ob wir es toll oder scheiße finden, findet es halt trotzdem statt, weil es eine Dynamik ist, die einfach bei uns Menschen einsetzt, wenn unsere Gruppen eine gewisse Größe überschreiten. Und diese Überschreitung der Gruppengröße geht relativ früh los. Deutlich früher, als vielen bewusst ist, meiner Meinung nach. So. Damit verbleibe ich mit Ceterum censeo, Demokratiam esse sortienda.